Guten Tag, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende bisher. Meins war auch schön, falls jemand nachfragen sollte. Dankeschön. Thema nochmals, denn ich bin am 3.7. schon mal auf Bluttransfusionen eingegangen und mich hat das damals ein bisschen gewundert, dass das doch alles ja, gar nicht beachtet wurde. Beachtet in Form von, lasst doch die Leute Blut spenden. Wenn sie kein Fieber haben, dann geht das schon. Ich bin der ganzen Sache mal nachgegangen, das sind jetzt 3 Stunden gewesen, aber das hat sich für mich gelohnt, weil ich werde dadurch noch sicherer und ich hoffe, ihr werdet es auch. Ich werde in diesem Fall auf das Thema Bluttransfusionen eingehen. Ich werde auch auf die Mitteilung des Arbeitskreises Blut des Bundesministeriums für Gesundheit eingehen, was die herausgefunden haben und natürlich auch auf andere Dinge. Ich werde über behüllte Viren euch was zeigen, weil das nämlich angesprochen wurde, aber auch über die Erkältung. Und naja, seid gespannt. Gehen wir also zum eigentlichen ersten Thema. Wie sicher sind die? Naja, die US-Arzneimittelbehörde, die schließt derzeit, das war von 2016, glaube ich, Personen von Blutspenden aus, die potenzielle Überträger des Zika-Virus sein könnten. Diese Maßnahme macht deutlich, dass jederzeit neue Erreger auftreten können, die die Sicherheit im Transfusionswesen gefährden können. Weiter unten heißt es dann, grundsätzlich sind alle im Blutkreislauf zirkulierenden Erreger durch eine Bluttransfusion übertragbar. Hierzu gehören nicht nur die üblichen Verdächtigen wie HI-Viren, ne, HIV, Hepatitis oder aktuell das Zika-Virus, sondern auch Bakterien und so weiter, Würmer und so weiter. Ja, manche Erreger haben Eigenschaften, die eine transfusionsassoziierte Infektion begünstigen können und so weiter und so fort. Bin dann weitergegangen, nachdem ich mir das alles durchgelesen hatte, und bin auf das Bayerische Blutspendezentrum da, Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes eingegangen. Und in diesem Artikel wurde es auch bestätigt, ein Virus-Direktnachweis mittels PCR-Testung. Natürlich hat mich PCR-Testung nochmal interessiert. Ich bin nochmal auf PCR, auf den Prozess eingegangen und habe mir das nochmal angeguckt und bin doch dann ein bisschen unruhiger geworden. Das ist nichts weiter. Also PCR ist praktisch eine Art ja, Abkopieren und Vervielfältigung von vorhandenem Genmaterial. Also hier erster Schritt, da ist noch, also das ist der Doppelstrang von der DNA, den wir kennen, das wird dann aufgespalten, dann werden sogenannte Anfangs- und Endpunkte versucht festzulegen von ganz bestimmten Stellen. Aber jetzt hatte Dr. Wodak ja schon mal darauf hingewiesen, ist ja schön und gut. Bloß wenn ich mir einen DNA-Strang schnappe, der vielen, vielen, vielen Viren, zum Beispiel auch Covid, ähnlich ist und mir dann nur Bruchstücke rausschneide, die alle gemeinsam haben, na, dann wird es ein Zufallsverfahren, darauf zu testen. Ist übrigens sehr interessant, das passiert auch in der Natur, so ähnlich. Ne? Wir müssen uns ja beim Vermehren der Zellen, müssen wir uns ja immer wieder reproduzieren und immer wieder gleich reproduzieren. Und das wird hier aber in vitro praktisch, also im Glase, gemacht, sodass man dann ganz viele, viele, viele neue, aber kurze Stränge der DNA hat. Das ist eine gute Sache, das kann man für Vaterschaftstest, für ach, alles Mögliche verwenden, selbst für die Kriminaltechnik und so weiter. Ein höchst interessanter Artikel. Also mir hat er gefallen, auch wenn es von Wikipedia ist. Man muss nicht immer gleich alles verdammen. Ich bin dann nochmal zu dem Blutspendezentrum des Bayerischen Roten Kreuzes zurückgegangen, habe dann nochmal weitergeguckt und dann stand da unter anderem auch, es gibt keine Berichte von transfusionsassoziierten Infektionen mit SARS-CoV-2. Auch bei anderen Erregern respiratorischer Infektionen, also der Atemwegserkrankung, insbesondere Influenza, gibt es keine Hinweise auf transfusionsassoziierte Infektionen. Da es für die Übertragbarkeit des Erregers durch Blut und Blutprodukte keine Hinweise gibt, gehört die Testung auf SARS-CoV-2-Viren bzw. Antikörpern nicht zu diesen Testverfahren. Jetzt ruhig bleiben, nicht gleich in die Tasten hauen. Ich zeige dann, dass da wirklich was dran ist.
Ich habe noch auf verschiedenen anderen Seiten geguckt, Sonnengesundheitszentrum oder. Also, die schreiben zum Beispiel, spätestens seit dem AIDS-Schock Anfang der 80er Jahre ist die Sicherheit von Blutkonserven bezüglich der Übertragung von Krankheitserregern ein äußerst wichtiges Thema in der Transfusionsmedizin geworden. Es sind zahlreiche Erreger bekannt, die durch Blutprodukte übertragen werden können. Zum Beispiel Viren, Bakterien, Protozoen, Würmer, Prion. Aha. Die haben das also auch bestätigt. Gucken wir uns das noch an. Das von der Unfallkasse NRW. Durch direkte Blut-zu-Blut-Kontakte können praktisch alle bekannten Infektionserreger übertragen werden. Erleichtert wird der Übertragungsweg, wenn sich ausreichende Erregermengen im Blut befinden. Und darauf komme ich dann gleich nochmal. Und oder die Immunität der verletzten Personen, aus welchem Grund auch immer, geschwächt ist. Hier geht es in diesem Fall um Verletzungen. Also einer hat sich verletzt, blutet, der andere hat sich verletzt, blutet. Und da geht es in diesem Fall darum. Ne? Auch deswegen das Thema der Unfallkasse. Aber wenn ich direkt Blut übertrage per Transfusion, naja, dann ist es ja wohl noch leichter. Gucken wir mal, was das liebe RKI dazu sagt. Also, hier habe ich ganz bewusst mal beim RKI danach gesucht, was HIV-Infektionen betrifft. Und zwar steht da Übertragung durch erregerhaltiges Blut oder Blutprodukte. Das Risiko in Deutschland, eine HIV-Infektion durch Bluttransfusion zu erwerben, ist mittlerweile kleiner als 1 in 3 Millionen Transfusionen und damit verschwindend gering. Ach nee, wie war das mit der Gefahr, an SARS-CoV-2 zu sterben? Naja, klar, man muss alt genug sein, ne? Also schön alt, zum Beispiel. Na gut, weiter zum RKI. Auch wieder eine Stellungnahme, beziehungsweise auf der Seite des RKI. Es gibt derzeit keinen Hinweis, dass SARS-CoV-2 durch Blut übertragbar ist und eventuell durch unerkannt infizierte Personen auf Patienten nur übertragen wird. Hat mich immer alles gewundert. Ich habe natürlich weitergelesen und so weiter und so fort. Und habe dann auch nochmal gesucht. Und zwar Viren per Blut übertragen und bin wieder beim RKI gelandet. Und zwar Stellungnahme des RKI Blut, des Arbeitskreises Blut RKI. Und da gehen wir jetzt mal hin. Diese Stellungnahme, ich habe sie runtergeladen, rauskopiert, damit ich auch drin ein bisschen anmerken kann und so weiter. Und damals, am 17.03., wurde eben das Gesundheitsrisiko als hoch eingestuft. Ach so, naja. Schätzungen gehen aktuell davon aus, wie gesagt, 17.03., so, nee, warte mal, das doch war vom 17.03. Schätzungen gehen damals vom 17.03. davon aus, dass ca. 80 bis 85% der Infektionen mit milden und zum Teil unspezifischen oder keinen Symptomen auftreten und ca. 15% der Infektionen schwer verlaufen. Zumeist mit Lungenentzündung, vor allem bei Menschen mit Vorerkrankungen oder zusätzlichen Risikofaktoren. Aha, haben die damals schon gesagt. Na, gehen wir mal, also das war praktisch die Einleitung. Diese Arbeitsgruppe Blut hat weiterhin gesagt, Übertragungswege, Relevanz für die Transfusionsmedizin. Hauptübertragungsweg ist Tröpfcheninfektion. Ihr werdet gleich sehen, weshalb das logisch ist. Das Virus wurde bisher vor allem im Sekret des Nasen- und Rachenraumes, in den unteren Atemwegen, komischerweise im Stuhl, ach so, die Leute, die den Mund nicht mehr aufmachen dürfen und hinten atmen, und in der Tränenflüssigkeit nachgewiesen. Erinnert euch mal, oder sucht, vielleicht werde ich es hier oben verlinken, erinnert euch mal bitte an dieses Thema Exosomen. Wenn Zellen, also RNA-Stränge, ausscheiden, die sie nicht mehr wollen oder gebrauchen können, und um die anderen Zellen auch damit zu informieren, dass das raus muss, aus den Zellen, das sind mini kleine Dinge, also in der Zelle heißen sie Endosomen, da sammelt sich das, dann werden sie ausgeschieden, weg damit, Abfall. Also letzten Endes Abfall von RNA, also Abfall von Erbinformationen, die nicht gut sind für den Körper. Dann müsste auch klar sein, dass das vor allem, wenn das nun mal den Nasen- und Rachenraum betrifft, weil es ja irgendwie was mit dem Atemsystem zu tun hat, dass dann diese Exosomen vor allem in den Flüssigkeiten auch der Atemwege zu finden sind und demzufolge weniger im Blut. Das beruhigt mich absolut. Na gut.
Die schreiben dann, dass es auch im Blut nachgewiesen wird. Ob dies zu einer Infektiosität verbunden ist, ist derzeit unklar. Also Blut zu Blut ist fast unmöglich, weil ich sagte ja eben gerade, vor allem in den Atemwegen, in den erkrankten Zellen, da wird es rausgeschmissen. Das passt also wieder zusammen. Was soll das dann im Blut? Natürlich, ein bisschen wurde gefunden. Die Viruslast, das ist im allgemeinen Wort für die Menge der Viren, die gefunden wurden, in diesem Fall im Blut, war im Vergleich zu respiratorischen Körperflüssigkeiten niedrig, ne? Also das sind die der Atemwege. Diese Flüssigkeiten, also Schleim und so weiter, da war es niedrig. Ist eigentlich logisch. Und das deutet wieder mehr auf die Exosomen hin. Bisher gibt es keine Berichte, dass also vorher, oder asymptomatisch Infizierte ebenfalls viremisch sind. Viremisch ist also Anteil im Blut. Ist auch logisch und erhärtet immer mehr meine Theorie, dass, und nicht nur meine, um Gottes Willen, dass das wirklich mit Exosomen in Zusammenhang zu bringen ist. Auch bei anderen Erregern respiratorischer Infektionen, insbesondere Influenza, gibt es keine Hinweise auf transfusionsassoziierte Infektionen. Eigentlich alles wieder logisch, passt gut zusammen. Blutkomponenten, die mit zugelassenen Verfahren zur Pathogenreduktion behandelt wurden, sind als unkritisch hinsichtlich einer Übertragung von SARS-CoV-2 anzusehen. Pathogenreduktion, also krankmachende Reduktion. Reduzieren des Krankmachens, kann man sagen. Und warum? Da es sich um ein umhülltes Virus handelt und die Verfahren mit vergleichbaren Coronaviren das Virus sicher inaktivieren. Das hat mir nicht ganz gefallen, umhülltes Virus, und wir gucken mal zu den Viren. Behülltes oder umhülltes Virus, behüllte Viren, und dazu gehören, und jetzt mal ganz kurz einen Überblick, zum Beispiel auch Herpes labialis, ne, labialis, die Lippen, dazu gehört alles Mögliche. Werden wir sehen, das geht jetzt alles noch um umhüllte Viren. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelnen ein, bloß nochmal, was mir auffiel. Die Familie der Coronaviridae, also Mehrzahl. Und immer wieder fiel mir das Wort Erkältung auf. Das schon wieder Erkältung. Und gelegentlich auch schwere Infektionen der Atemwege oder sogar Lungenentzündung. Und schon wieder Erkältung. Wie gesagt, alles bei den Coronaviridae. Und wieder Erkältung, grippeähnliche Symptome. Grippeähnliche. Schwere Infektion der Atemwege. Das war MERS-CoV. Kommen wir zu SARS-CoV. Eine atypische Lungenentzündung und Pneumonie. Oder SARS-CoV-2 jetzt. Infektion der unteren Atemwege bis zur Lungenentzündung. Natürlich, man kann es hier alles so entsprechend spannend darstellen. Ne? Weiter. Selbst AIDS gehört zu den, nochmal hier, zu den umhüllten Viren. Ist ja ein Ding. Und deswegen sollte es daran liegen, also nochmal der Satz, ist als unkritisch hinsichtlich der Übertragung anzusehen, da es sich um ein enthülltes Virus handelt. Und, das ist der zweite Grund, die Verfahren praktisch zum Inaktivieren des Virus schon ziemlich gut funktionieren. Umhülltes Virus. Naja, bleiben wir kurz dabei. Das sind alles noch Umhüllte. Ach so, die Influenza-Viren. Also typisch Grippe und so. Auch noch. Wir wissen ja, dass sich Viren wirklich sehr gut durch Mutationen verändern können. Deswegen auch die vielen Varianten der Viren, die es mittlerweile gibt. Und jetzt haben wir wieder ein respiratorisches. Ach Mensch. Ja, alles immer wieder Atemwegsinfektionen und Erkältung. Nebenbei Achtung, auch Tollwut. Und jetzt hört es mal kurz auf, jetzt gibt es auch unbehüllte Viren und so weiter und so fort. Und mir fielen auch bei den unbehüllten Viren, vorsichtig, Polio, Kinderlähmung ist ein Ding, immer wieder Erkältungserscheinungen auf. Das hat mich dann doch ein bisschen, hier, Rhinoviren, Rhinoceros, ne? Nashorn, also, und hier wieder Erkältung. Und auf den Link bin ich dann mal geklickt und habe mir diesen schönen Wikipedia-Artikel mal runtergeladen. Warum? Gucken wir uns das an. Eine Erkältung, österreichisch auch Verkühlung und grippaler bzw. viraler Infekt
sind die alltagssprachliche medizinische nicht scharf definierten Bezeichnungen für eine akute Infektionskrankheit der Schleimhaut von Nase, einschließlich der Nebenhöhlen, des Rachens und oder der Bronchien. Also letzten Endes die typischen Geschichten, die wir kennen. Das Rote, die Infektionskrankheit wird überwiegend von sehr unterschiedlichen Viren verursacht. Manchmal auch von Bakterien, gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Die häufigsten Erkältungsviren gehören zu den Virusgattungen der Rhino-, Entero- und Mastadenoviren oder den Familien der Corona- und so weiter Viren. Ja, ist ja ein Ding. Das passt jetzt aber nicht so richtig, ne? Weil jetzt dieser Satz hier, also die echte Grippe-Influenza, die bei einem Drittel der Infizierten deutlich schwerer verläuft. Bei einem Drittel. Wir wissen ja. Und besonders für immunschwache Personen, zum Beispiel Säuglinge und alte Menschen, tödlich enden kann. Das soll man mit der Erkältung natürlich nicht verwechseln. Mir fielen dann noch die Begriffe Sommergrippe und Erkältungen im Winter auf. Mal sehen, ob ich da sofort hingelange. Nee, ist ein bisschen schwierig. Scrollen wir. Na? Nee. Kommt danach. Kommt danach, kommt danach. Jetzt weiß ich, gibt es wieder schlaue Leute, die sagen Steuerung F. Ich habe hier aber ein in dem Rahmen verstecktes Programm. Und dieses Programm hindert mich in diesem Fall an Steuerung F. Ah ja. Nochmal, die Häufigkeit dieser Erreger bei Erkältungskrankheiten ist ungefähr 40% Rhinoviren. Mich wies nämlich auch noch jemand auf dieses Thema hin. Ach so, übrigens überhaupt. Den Hinweis, mich nochmal mit dem ganzen Thema Bluttransfusion und so weiter zu beschäftigen, habe ich natürlich auch in unserer Community. Komme jetzt nicht drauf, wer es war, aber nochmal hier zu den Rhinoviren gab mir auch einer einen Hinweis, dass jetzt mittlerweile Rhinoviren dran sind. Durchaus. Und jetzt kommen wir auch auf Sommergrippe und Wintergrippe. Nochmal zu dem PCR-Test. Wenn der PCR-Test wirklich einfach nur typische Stücke herausgreift, die allen Viren gemeinsam ist, dann wissen wir, was wir von dem Test zu halten haben. Die Sommergrippe. In den Sommermonaten werden Erkältungssymptome häufig von verschiedenen Enteroviren verursacht. Das sind die, selbst Echoviren. Kuckuck. Das war das andere. Jetzt haut doch was wieder nicht hin. Da stimmt doch wieder was nicht. Also, ich meine, das mag ja stimmen. Bloß. Mir geht es um den PCR-Test. Erkältung im Winter und da haben wir wieder die üblichen, ne? Die üblichen Verdächtigen. Und die Vielzahl verschiedener Viren und ihre Subtypen, also Untertypen, erklärt, warum Menschen so häufig an einer virusbedingten Erkältung erkranken können. Und ich bleibe dabei. Für mich ist das Wort Coronavirus oder Covid-19 und so weiter und diese ganze Gefährlichkeit lediglich nichts anderes als ein neuer Name für das alte oder für die altbekannte gute Erkältung. Ja, liebe Leute, das waren jetzt fast 20 Minuten, ne, 18 Minuten und wir sollten bei alledem, bei diesen ganzen ach so gefährlichen Dingen, nicht vergessen, dass wir die Menschen aufklären müssen. Mich hat jedenfalls dieses ganze Studium der 3 Stunden hier über dieses Thema durchaus weiter beruhigt. Also, wenn das RKI auch sagt, Leute, macht euch jetzt nicht verrückt. Wirklich, wenn wir Bluttransfusionen und so weiter durchführen, dann ist rein aus der Logik heraus das wirklich relativ ungefährlich. Denn wenn es sich vor allem um die erkrankten Bereiche handelt, dann ist im Blut fast nichts nachzuweisen. Ganz anders bei anderen Viren, gar kein Problem. So, und diese Beruhigung, auch diese Beruhigung, die wird uns in der Argumentation wirklich doch deutlich sicherer machen. Innerlich sicherer. Man muss jetzt nicht alles wissen und vortragen können. Aber innerlich sicherer, um letzten Endes, und jetzt komme ich wieder darauf, unten in der Videobeschreibung, und hier werde ich dann nochmal den Link, wie man mit dem Handy in die Videobeschreibung kommt, anfertigen. Müssen wir auch wirklich tatsächlich mit dieser jetzt hoffentlich für euch auch gewonnenen Sicherheit weiter die Schüler mobilisieren, maskenfreie Montagsdemonstrationen durchzuführen. Denn was nützt es, wenn sie sowieso in halb kaputten Unterricht sitzen und eh nichts mitkriegen, wenn es geht noch mit Masken, dann lieber das. Und
für die Demonstration am 29.08. Ich bin auf jeden Fall dabei und möchte das hier verhindern, dass immer wieder einzelne Opfer rausgegriffen werden, sondern dass wir das dermaßen machen mit entsprechenden Personen, wie zum Beispiel meiner Person und anderen, die sich schon freiwillig auch übers Internet gemeldet haben, um solche Opferzugriffe hier durch die Polizei zu verhindern. Ganz einfach dicht machen. Geht einfach auch mal auf dieses Video oder sucht in meinem Kanal. Ich kann nicht immer alles verlinken, aber das sollte uns allen letztendlich auch hier Sicherheit geben. Und das, glaube ich, war es jetzt erstmal für den Sonntag. Ich verbleibe mit, ja, besten Wünschen für den Sonntag und sage ganz einfach, ja, macht was. Macht was, meldet euch auch und macht's gut. Also, bis dann, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.